Die Black Jewish Alliance ist ja eigentlich so ein, ist ja eigentlich so ein Comedy-Projekt, weil ich glaube, wir haben das erste Mal als Claim benutzt, um so Jokes, die wir produziert haben, quasi so zu taggen. Ja, so, so Jokes, Tweets, Memes. Genau. Ja, immer so unsere, unsere Denk, unsere Brainchilds. Ja, irgendwie, ja, die Children. Also das, was wir, was unsere... was unser Austausch und unsere gemeinsame Denkarbeit, genau, so produziert hat. Manch einer nennt es Denkarbeit, ich würde eher sagen, so weirde Momente. Bantering. Banter, irgendwie so einmal kurz gedanklich falsch abbiegen, lustige Versprecher, solche Dinge halt. Das ist nämlich aus dem Combay River Collective Statement, wo sie sagen, das Konzept der Identitätspolitik bildet die Grundlage für den Fokus auf unsere eigene Unterdrückung. Wir glauben, dass eine tiefgehende und möglicherweise die radikalste politische Haltung direkt aus unserer eigenen Identität heraus entsteht und nicht aus dem Kampf gegen die Unterdrückung anderer Menschen. Bei schwarzen Frauen ist dies ein besonders abstoßendes, gefährliches und bedrohliches und daher ein revolutionäres Konzept. Die politischen Bewegungen, die der unseren vorausgingen, stufen die Befreiung aller anderen ganz offensichtlich würdiger als die unsrige ein. Und das ist so ein bisschen der, ein total interessanter Entry Point, weil wir jetzt erstmal sagen, Identitätspolitik ist jetzt für uns das Kernkonzept, weil sie aber natürlich in Freedom and Justice for All halt einfach erlebt haben, nicht mitgemeint gewesen zu sein. Also diese hegemoniale Whiteness wird ja feindselig in zwei Richtungen. Einerseits natürlich gegen People of Color and Black People, so, because they're not white, so. Yeah. Und dann aber gegen Jews, die sich auch dagegen entscheiden, quasi das Projekt der hegemonialen Whiteness mitzumachen. Denkst du, dass sie im Prinzip euch dann Whiteness geoffert haben? Ja, ich, absolut. Ja, klar, das, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Whiteness der Jewish Community at large, aber auch jeder einzelnen jüdischen Person angeboten wird. Und eine jüdische Person, die das halt ablehnt, wird dadurch halt noch mehr zum Feindbild. Hm, verstehe. Es ist ja auch so, dass man, das kann man auch beobachten bei intersektionalen AktivistInnen, früher in den letzten Jahrzehnten war es häufig so, dass sie dann einen Aspekt ihrer Identität nicht besprochen haben. Also sei das jetzt Pauli Murray, die halt dann über ihr Transsein nicht, dass sie das nicht thematisiert hat. Oder jetzt Katharina Grundtvig, die halt gesagt hat, so, naja gut, also diese ganzen queeren Kämpfe, die habe ich halt nicht mitgemacht, sondern ich war ganz klar im antirassistischen Kampf und ganz oft ist es ja so, auch so eine Erfahrung beim Betreten von queeren Räumen irgendwie, dass man dann halt irgendwie sagt, so, ja, jetzt über Rassismus zu sprechen, schwierig, so. Ja. Alright. Alright, haben wir? Oh.